Wir sind heute auf der InReach in Berlin, Deutschlands erster Influencer-Konferenz. Neben mir steht Melanie Gömmel, Social-Media-Redakteurin beim WWF. Hallo Melanie. Hallo. Gleich zur ersten Frage. Wieso setzt ihr auf Influencer-Marketing und wie bist du auf die Idee gekommen? Naja, wir haben das Thema nicht so wirklich institutionalisiert. Das heißt, wir haben jetzt keine Stelle, kein Influencer-Manager oder keine Blogger-Relations-Stelle bei uns intern, sondern wir haben einfach irgendwann festgestellt, also ich bin zwar Schmiederedakteurin, dass wir auf YouTube echt so richtig Aufholbedarf haben. Wir haben ganz schlechte Abonnentenzahlen schon immer gehabt, also so um die 6.000 Abonnenten. Und wir haben mal geguckt, können wir mit irgendeinem YouTuber zusammenarbeiten, und haben uns dann so ganz informell mal mit einem getroffen, der zu uns passen könnte, also der auch so ein bisschen die Werte und Normen des WWF verkörpert. Und das hat gleich funktioniert, was super für uns war. Und das war Unge wahrscheinlich, Simon Unge. Wie seid ihr auf ihn gekommen und wie habt ihr ihn von der Sache überzeugt? Also so unter diesen Top 20 YouTubern in Deutschland gibt es nicht so viele, die zum WWF passen, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt ganz viele YouTuber, die mit Firmen, Unternehmen zusammenarbeiten, mit denen wir nicht so ganz einverstanden sind. Und Simon ist auch so ein bisschen als Öko der YouTuber-Szene verschrien. Also war es klar, dass das dann auf Gegenseitigkeit beruht und dass wir gut zueinander passen. Wie wählt ihr passende Influencer aus und worauf ist dabei generell zu achten? Also das war jetzt ein Zufall und wir wählen auch sonst. Also das war jetzt quasi so unser Testlauf. Das heißt, wir haben das noch nicht so oft gemacht. Aber natürlich sollte bei der Wahl irgendwie oder sollte die Wahl auf jemanden fallen, der die Werte und Normen des WWF verkörpert, der Spaß hat an unseren Themen. Ich glaube, das macht auch einen Riesenunterschied, ob wir jetzt jemanden in den Amazonas schicken, der mit Flussdelfin schwimmt, der wirklich total begeistert davon ist und dem das Thema am Herzen liegt, als wenn wir jemanden engagieren, der irgendwie nur so halbwegs bei der Sache ist. Worauf legst du bei der Zusammenarbeit Wert? Was ist darauf zu beachten? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ihr da so einen großen YouTuber hattet. Worauf musste man da achten? Naja, also wir hatten ja keinen Vertrag jetzt, das heißt, wir hatten keine Vereinbarungen, keine Regeln festgelegt. Wir haben quasi mit der Reise oder mit den Stationen, die wir da geplant haben, nur so den Rahmen geschaffen für die Geschichte. Aber es gab jetzt keine größeren Vereinbarungen und ich glaube, man muss auch so ein bisschen Kontrollverlust einplanen. Das heißt, die Videos, die während der Reise entstanden sind, wurden auch abgeloadet, ohne dass wir die vorher jetzt freigegeben haben oder sowas. Wo sammelst du Ideen für das Social Media Marketing vom WWF? Also Social Media beim WWF ist ja so eine Luxussituation, würde ich sagen, weil wir müssen nicht nach Themen suchen, sondern wir haben ganz, ganz viele Themen, tolle Projektgebiete auf der ganzen Welt. Das heißt, unsere Naturschutzkollegen kommen mit ganz vielen Themen zu mir und ich bin eher so in der Luxussituation, dass ich aussortieren muss. Also dass ich sagen muss, jetzt Thema A ist wichtiger als Thema B. Das heißt, wir haben einen ganz tollen Fundus auch an Fotos und Videos und müssen da gar nicht so sehr suchen. Ah, cool. Und wo liegt die Herausforderung beim Social Media Marketing für eine NGO? Naja, es ist natürlich so, also wir haben diesen tollen Fundus mit tollen Bildern und tollen Videomaterial. Und die Herausforderung liegt aber, glaube ich, darin, die Menschen tatsächlich zu einer Tat zu bewegen. Also wir haben ein sehr erfolgreiches Format auf unseren Social Media Kanälen, das ist das Zitat zum Sonntag, so ein Kalenderspruch quasi mit dem ganz tollen Naturmotiv, aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Das heißt, wir wollen die Leute natürlich zu einer Tat bewegen, entweder, dass sie tatsächlich ihr Verhalten ändern, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, anstatt mit des Autos, dass sie mal eine Petition von uns unterzeichnen oder uns mit einer Spende unterstützen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und ganz schnell noch, welche Inhalte gehen am besten? Welche fördern das User Engagement am ehesten? Naja, also zum einen zum Beispiel diese sehr plakativen Zitate, die wir meistens veröffentlichen oder dann natürlich sehr schockierende Nachrichten oder das Gegenteil, tolle Nachrichten. Also wenn wir einen Erfolg gemeinsam feiern mit der Community, das geht natürlich am besten ab. Cool, danke schön. Dankeschön.